Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Paar Deus Ex Mankind Divided. Wir waren jetzt gerade bei einem, Hypnotiseur, sag ich jetzt einmal. Und sollen quasi jetzt weiterreisen. Dann folgt man ganz einfach einmal dem Plan. Hier wird uns angezeigt, Palisade Bahnhof SM02. Liborio finden. Na, dann machen wir das. Ja. Eigentlich wollte ich noch in den anderen Kanaldeckel rein, aber das schaffen wir noch, kommen wir noch irgendwann vorbei. Warum? Ich habe gestern nach dem letzten Part noch so ein bisschen herumgelaufen, habe das natürlich nicht abgespeichert, habe ein bisschen umgeschaut und habe in Collas Werkstatt wie heißt das? Na, das Mittel, was die Augmentierten brauchen, um die Abstoßungsreaktion vom Körper zu unterdrücken. Neuropozin. So, jetzt habe ich es. Wortfindungsstörung. Klasse. In der Zwischenzeit könnt ihr euch einmal einen Kaffee oder was holen, was ihr auch immer trinkt. So eine Bahnfahrt dauert ja fast ewig. So, da ist die Hübsche wieder. Also die Frauen in der Zukunft habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Egal. Benutzen wir den richtigen Ausgang, gibt es sonst wieder Mecker. War ich da schon drin? Habt ihr da irgendwas Interessantes herumliegen? Ja, Breach-Software. Breach-Software ist gut. Warum? Können wir verticken. Wenn Sie damit zu tun haben, wie hält man Sie auf? Da gibt es keinen. Gut. Halten wir uns nicht allzu lange auf, das hat jetzt eh schon zu viel Zeit gekostet. Wir hoppeln einfach der blauen Markierung hinterher. Wenn es blöd läuft, hoffentlich scheitert das Projekt dann wahrscheinlich. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nee, jetzt noch nicht. Ich klar zuerst. Nur ein bisschen was. Und was zum Klauen gibt. Credits einwerfen. Alles klar. 250 Credits. Ein bisschen günstiger war es nicht gegangen, oder? Na okay, dann quatschen wir halt mit dir. Ich suche Liborio. Das bin ich? Sind Sie wegen der Magie hier? Ich hoffe, Sie können mir etwas erklären. Eine seltsame Begegnung mit einem Mann, der sich hinter einem Schirm verbirgt. Umgeben von Anhängern. Er heißt Richard. Sie waren früher Partner. Richard lebt? Sie haben ihn gefunden? Ja, leider. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe, aber es hat mir nicht gefallen. Richard hat mich geschwächt. Ich wollte Dinge sagen und tun, konnte es aber nicht. Ich bin froh, dass er lebt. Richard und ich, ich war sicher, dass er... Ich hätte es wissen müssen. Richard hat immer gesagt, die Show muss weitergehen. Eine Show war das aber nicht. Was macht er da? Und wie macht er es? Ich habe Richard seit Jahren nicht gesehen. Wir haben zusammen eine Show entwickelt. Die Entwicklung der Hypnose verstärkt durch Technologie. Varianten von Kusio und DDE. Eine soziale Augmentierung? In Verbindung mit modernen Hypnosetechniken. Viel stärker als bloße Überzeugung. Die kommunale Konstruktion einer Alternativrealität. Jeden Freitag haben wir die Leute 3 Stunden lang durch schöne neue Welten geführt. Ach Gott, Alter. Fangen wir mit Richard an. Was bezweckt Richard damit? Warum hypnotisiert er Menschen in der Kanalisation? Ich bin nicht sicher, aber nach dem Zwischenfall änderte sich alles. Richard hat gesagt, er sucht sich einen besseren Ort. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Der Verlust so vieler Freunde. Ich glaube, das hat ihn zerbrochen. Zerbrochen wirkt er auf mich nicht. Eher wie eine Art Guru. Mit viel zu viel Kontrolle über die Menschen um ihn herum.
Richard ist unfähig, jemandem weh zu tun. Zumindest früher. Er war Idealist, ein Mann, der die Welten, die wir gemeinsam auf der Bühne erschaffen haben, sie waren schöner als die Realität. Die Technologie, die Richard benutzt, wie funktioniert sie? Binaurale Signale. Richard leitet sein Quellsignal durch mehrere Emitter, die mittels zielgerichteter neuronaler Oszillation spezifische Bereiche der Basalganglien stimulieren. Okay. Nehmen wir an, ich kenne diese Ganglien nicht. Richard benutzt ein Emittersystem, das seine Frequenz verstärkt und anpasst. Die Nachricht dabei ist sein Wille. Er implantiert den Kern seiner Übertragung direkt in die Gehirnwellen seines Publikums. Das habe ich bereits erlebt. Ich weiß, dass es schrecklich ist. Diese Hypnosewelten von Ihnen und Richard, was war das genau? Was immer die Leute wollten, gemeinsam erschaffen mit dem Publikum. Jeder Abend war anders. Nach dem Zwischenfall mussten wir aufhören. Wurden behandelt wie Verbrecher. Das war nicht richtig. Leute bezahlten für Erkundungsreisen in ihrer Fantasie. Wir haben niemandem geschadet. Das hätten wir nie getan. Für Richard gilt das wohl nicht mehr. Sein derzeitiges Publikum ist gefangen, fürchte ich. Wäre er dazu fähig, eine Welt zu erschaffen und Menschen dort für immer festzuhalten? Das hängt von der Persönlichkeit ab. Wenn jemand empfänglich für die Nachricht ist und wenn Richard sie wiederholt, dann ist es denkbar. Na klasse. Wie kann ich Richard aufhalten? Richard vermittelt eine Vision von sich selbst, von den anderen. Eine alternative Gemeinschaft, die sie gemeinsam aufbauen. Wenn Richard die Leute dort halten will, kann man sie nur befreien, wenn sie die Sache durchschauen. Wie mache ich das? Mein letztes Gespräch mit ihm lief nicht besonders. Das Signal, das er sendet, hat nur eine ganz bestimmte Reichweite. Bis zu dem Raum, in dem das Publikum sich befindet und die Emitter. Richard muss sich außerhalb dieses Raums aufhalten. Wenn ich zu ihm komme, kann ich also sagen und tun, was ich will. Ja, aber versprechen Sie bitte, dass Sie ihm nichts tun. Ich kann nichts versprechen. Ich habe das Gefühl, wenn ich es bis zu ihm schaffe, wird ein Gespräch nicht ausreichen. Es gibt vielleicht eine bessere Lösung. Die Emitter stehen irgendwo im Raum, ja? Okay. Warten Sie. Nur eine Sekunde. Warten. Keine Panik, alter Mann. Kommt zu mir. Ich denke, ich habe gefunden, was ich suche. Ich habe, was Sie brauchen. Da. Das sind Störgeräte. Zur Sicherheit, falls was schief geht. Befestigen Sie sie an den Emittern, dann verstärken die nichts mehr. Gute Nacht, Vorhang fällt. Die Götter sind wieder Menschen. Reicht das aus, damit die Menschen im Raum ihn durchschauen? Hoffentlich. Wenn Sie dem Signal sehr lange ausgesetzt waren, müssen Sie nachhelfen. Aber bitte tun Sie Richard nichts. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber ich weiß, was er war. Er war anständig. Und er glaubte nur an eine bessere Welt. Daran glauben wir alle, aber es gibt bessere und schlechtere Wege, damit umzugehen. So, haben wir die jetzt eingepackt? Gott, Alter. Sie wissen jetzt genau, was zu tun ist. Eintrag anzeigen. Schöne Teile. So, warte mal. Das haben wir uns ja noch nicht angeschaut. Das ist dann hiermit geschehen. Das sind die zwei Vögel. Bitte unterlassen Sie das! Was? Du hast jetzt nicht mit mir geredet, oder? Kreditchips brauchen wir immer. 70. Ja, den Wein nehmen wir jetzt auch mit.
Kann ich mich da wieder durchzwängen? Nee. Oder? Nee. Schaut nicht danach aus, als würde der Bug noch einmal funktionieren. Allerdings haben wir da drüben einen Schacht und hier einen Schacht. Vielleicht geht er das im Bogen. So, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja dort hin. Echt? Ist jetzt schon die zweite Etage nach oben. Ups, Entschuldigung. Okay, das ist der eine Schacht. Nochmal kurz zurück. Ich muss nochmal gucken. Tut mir leid, Leute. Und zwar, hier drüben ist ein Schacht. Genau. So. Also rechts von mir muss noch mal irgendwo ein Schacht sein. Hoffentlich nicht hinter dem Ding. Hier exakt unter mir. Ja, aber wo führt der hin, dass man die Schächte nicht sieht? Schon ätzend. Mich hat nur in den anderen Raum rein. Ah, ich sehe das schon kommen, das wird nichts. Also, wieder zurück. Okay, okay. Ja, ich hab's ja kapiert erst. Ich kann das nicht einmal aussprechen, wo ich hinreisen muss. So. Dann da wieder zurück. Wieder Zeit, um einen Kaffee zu holen, Leute. Dann wieder falsche Richtung, da nach vorne, weg da. Verschwinde. Wir sehen uns. Er sieht sauer aus. Bin ich jetzt am falschen Bahnhof oder was? Bin ich jetzt echt am falschen Bahnhof? Ach, Leute. Schlimm, was diese Opfis angerichtet haben. Ja, ja, heul nur. Viel schlimmer ist, dass ich mich verfahren habe. Die muss da unten hin. Sorry, Leute. Kleine Unaufmerksamkeit. Nur mal Zeit für einen Kaffee. Da wird man ja zum Junkie.
So, jetzt aber richtig. So, die Richtung. Im Schritt Marsch. Den sollten wir im Auge behalten. Nee, den soll das nicht im Auge behalten. Was soll denn das? So, nicht hier. Ich glaube, es ist weg, was immer es auch war. Betrachtet jeden Techno als tödliche Bedrohung. Was hast du gerade gesagt? Ja, da ist mein Deckelchen. Da ist mein Deck. Hallo. Leiter benutzen. So. Eigentlich den Sozialoptimierer, den hätte man echt schießen können, oder? Ja. Ich bin ja gespannt, wie viele Praxiskids eigentlich in dem Spiel auf einen warten. Wisnik könnte Hilfe brauchen. Ja, Wisnik. Ja, Wisnik. Kann man mit dir schon wieder reden, oder was? Wisnik oder quietscht könnte Hilfe brauchen. Ja, er quietscht noch. Ja, mit ihm ist alles in Ordnung. Solange er quietscht, ist er gesund. Die Leitern sollen uns in Versuchung führen. Er hält doch den Rand. Ich glaube, das ist doch so ein Ding, oder? Kann ich die jetzt ausrüsten? Wo habe ich denn die? Dieser andere Ort, von dem wir nie wirklich ein Teil waren, gehört Ihnen. Er hat Ihnen immer gehört. In Ihrer Welt sind wir die Erniedrigten, die Plünderer, die Unterdrückten. Die habe ich da jetzt aber nicht drin. Sehen wir so viel mehr. Was ist das? Ah ja, genau, das war das. In Störgeräte, nein, die Störgeräte installieren. So da. Das kriegen wir hin. Wir müssen nur rausfinden. Warum habe ich 5 gefunden, aber nur 3 gehandelt? Habe jetzt 2 im Inventar. Story-Objekte. Da steht aber auch nicht, wie ich das mache. Da habe ich 9. Inventar, Energie. Na, das schauen wir offline an. So. Achso, da drüben muss ich jetzt mal hin. Ach nee, willst du mich veräppeln? Sie gehören nicht hierher. Sie müssen gehen. Wo muss einer ich hin? Einer von euch ist bis an die Zähne bewaffnet. Ein Baum voller Dornen. Aber nicht einmal er kann hier seinen Basisimpulsen folgen. Sie nicht am Herumschnüffeln wieder. Oh Gott. Ist das geil. Achso, ich kann mich ja unsichtbar machen. Ich bin ja ein Hirsch, oder? Letzten Spielstand laden. Natürlich, mach mal. Ich bin ja ein Hirsch. Naja, aber ich sehe schon, ich bin jetzt da circa bei 20 Minuten. Die letzte Folge, die war ja etwas länger. Dann halten wir die wieder ein bisschen kürzer. Ja, dann beenden wir das und den nächsten Versuch gibt es dann im nächsten Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Anschauen. Wenn ihr mein Projekt unterstützen wollt, dann wisst ihr, wie das funktioniert. Däumchen, Kommentare, Social Media. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part gleich wieder. Ciao!